Hallo, ich bin Julia vom SeeChat-TV, die Bodensee-Community. Und wir zeigen euch die Faszination Modellbaumesse Friedrichshafen 2010. Die Modellbaumesse heißt Faszination Modellbaumesse. Was fasziniert Sie denn so? Ja, mich fasziniert der Maßstabsmodellbau, den ich im Grunde jetzt schon seit 45 Jahren betreibe. Und hier habe ich dann die Anfänge des deutschen Maßstabsmodellbaus ausgestellt. Das hat mit Fallerflugzeugen angefangen. Und hier habe ich einmal das gesamte Fallerprogramm ausgestellt, was Faller zwischen den Jahren 56 und 75 jemals hergestellt haben als Flugzeuge. Im Grunde habe ich mit Eisenbahn mit 6 angefangen. Und von einer Bank habe ich zum Weltspartag als 8-Jähriger das erste Flugzeug geschenkt bekommen. Und das sind heute dann halt 900 etwa geworden. Also mir gefällt hier eigentlich alles, weil ich mache schon seit knapp 20 Jahren Modellbau. Und bin hier das dritte Mal eigentlich auf dieser Messe. Und es wird jedes Mal größer und es ist gigantisch. Also es macht absolut Spaß, hier dabei zu sein, weil man kann das selber sogar einige Sachen ausprobieren. Ja, haben Sie hier schon was gekauft? Nein, noch nicht. Ich bin erst eine halbe Stunde hier. Ah, okay. Ich habe noch nichts gefunden, was passt. Okay. Was schauen Sie sich denn hier gerade an? Ja, alles über Flugzeuge, überhaupt RC-Modellbau insgesamt komplett. Interessieren Sie sich dafür? Ja, klar. Ich betreibe das schon seit über 20 Jahren. Machen Sie das beruflich oder hobbymäßig? Ja, klar, hobbymäßig. Okay. Ja. Wir fliegen mit Multiplex-Segelflugzeugen. An Stand jetzt eben gehen, haben nur gerade eben den Chat hier gesehen, der so in leuchtenden Farben sich präsentiert. Okay, super. Sind Sie hier das erste Mal oder waren Sie hier schon öfters hier? Ich bin das erste Mal hier, ja. Das erste Mal. Okay, super, dann bedanken wir uns. Danke. Mir gehört die Maschine da drüber und ich stehe halt da, wenn es Fragen gibt oder sowas und tu halt drüber informiere, wie sie baut ist, aufbaut ist und auch ein bisschen aufpasse drauf. Verkaufen Sie das auch? Nein, das ist selber baut, selber entwickelt und ist nur ausgestellt hier. Ist das dann nur hobbymäßig oder? Ja, reines Hobby. Zeit in der Freizeit, ja. Was haben Sie denn gekauft? Ich habe jetzt 2 Räder gekauft für ein Modellflugzeug und so Kleinteile, Stecker, Steckerle und Schrumpflauch. Okay, machen Sie das hobbymäßig zu Hobby, Hause? Ja. Hobby. Hobbymäßig. Wir haben einen Modellflugverein bei uns in Bohlenfeld, Jura Modellflug Bohlenfeld, und wir sind da ziemlich aktiv. Sind Sie hier das erste Mal oder waren Sie hier schon öfter? Wir sind schon 10 Jahre immer da. Okay. Wir fahren mit dem Bus runter, unser Verein fährt da, wir organisieren da einen Bus und wir fahren da mit dem Bus jedes Jahr da runter. Sind Sie hier das erste Mal oder waren Sie hier schon mal? Ich bin das erste Mal hier. Und wie gefällt es Ihnen bisher? Das ist sehr toll, also toll. Ja, man sieht sehr viel. Also ich bin überrascht, was es auch für Möglichkeiten gibt in dieser Branche da. Wir sind hier in Halle A4. Hier können Sie zum Beispiel sehen, wie die Modelleisenbahn von Märklin ausgestellt wird. Das sind alles Fantasie-Landschaften. Also ja, hier sieht man ein bisschen Schweiz. Es sind alles Mögliche an Landschaften drauf. Es ist aber nichts irgendwie im Original nachempfunden. Wann könnten Sie sich denn vorstellen, Stuttgart 21 nachzubauen? Da haben wir den Platz nicht dazu. Also ich bin Katharina Tiso, bin 18 und mache eine Ausbildung als Industriekauffrau bei der Firma Noch in Wangen. Und verkaufen Sie hier oder was stellen Sie hier aus? Ja, die ganzen Produkte, was man zum Bau von einer Modelleisenbahn braucht, die Figuren, die Beflockung von den Gräsern und eben die Modelleisenbahnen. Mein Name ist Lothar Röhrig, wir sind von den Eisenbahnfreunden Breisgau aus Freiburg. Das ist eine Modulanlage von uns, die gebaut worden ist.
Und wir werden dann, wir bewerben uns für die Ausstellung und dann werden wir eingeladen oder nicht. Und dann bauen wir eben auf, was wir an Metern oder an die Krügen. Nicht? Die Messe sagt uns, wie groß wir die aufbauen können. Und dann sagen wir ja oder nein. Und ist das hier Fantasielandschaft oder reale Landschaft? Nein, wir haben hier ganz wenig real, weil das nämlich nichts gisst. Wenn dann nämlich der Mann kommt mit real, dann sagt er, der Baum ist falsch und das Haus ist falsch und die Fenster waren nicht da. Ist besser, wenn Sie irgend einfach was bauen, was keiner kennt. Da können Sie sagen, stimmt gar nicht. Das ist also gut, der eine macht das so, der andere macht das so nicht. Aber wir, also ich bin der Meinung, dass man selber eigene Ideen haben soll, dass man natürlich dann aus der Natur was findet, das ist logisch. Aber sklavisch was nachbauen ist nicht sehr gut. Machen Sie das hauptberuflich oder? Ja, das ist alles nur Hobby, Fritz. Wir haben alle Berufe bei uns, ne? Vom Dingsbumshausen bis zum anderen. Nicht? Also das ist nichts Berufliches hier. Das machen wir alles in unserer Freizeit. Und wann haben Sie vor, Stuttgart 21 zu bauen? Sofort. Wir sind hier am Plastikmodellbauclub Bodensee e.V., die hier Militärmodelle ausstellen. Wie hier die Operation Varsity, die Rheinüberquerung der Alliierten im März 1945. Ich bin der Vorstand dieses Vereins hier. Auf 1000 Quadratmeter stellt der PNC Bodensee hier Plastikmodelle aus. Der Reiz an der ganzen Sache ist unser Hobby selber. Wenn man ein Hobby hat und es noch präsentieren kann, dann ist es natürlich ein ganz besonderer Reiz. Wenn die Leute dann es noch schön finden, interessant finden und toll finden, dann gibt es eben die Selbstbestätigung, dass man da weitermacht. Also das Schiff, was hier steht, das habe ich nach einem Buch gebaut, wo die Pläne alle drin waren. Das haben wir an sich aus dem Grund gefahren. Einmal der Schiffstyp. Das ist ein sogenanntes Konvoi-Begleitschiff. Jahre 1663 ist das gebaut worden. Und es hat also die Fahrten gemacht und ist dann aber in Cadiz, in Spanien, hat es einen Brand gegeben. Und das hat sich auf die Pulverkammer ausgebreitet und da ist das Schiff explodiert. Und dann der Kapitän Stavanger und ein großer Teil seiner Besatzung ist damit ums Leben gekommen dabei. Ich habe das Schiff gebaut, weil es mir gefallen hat. Es ist viel dran, verschiedene Sachen dann zu machen, hier zu stützen. Ist schön farbig, farbig mache ich das auch immer. Und ich habe mir dann eine große Aufgabe vorgestellt hier. Das heißt also, ich habe das so gebaut, wie man es früher auch gemacht hat. Das heißt, ich habe, langsam, ich lasse es mal stehen. Ich habe das Schiff so gebaut, wie die Zimmermänner auch gebaut haben. Jeden einzelnen Spant, jedes einzelne Deck. Es ist, wenn Sie jetzt mal unten reinschauen, sehr viel an Ausrüstung unten drin. Die ganzen Fässer, die Lagerräume. Es gibt da drin eine Kapitänskajüte, eine Kombüse, alles, was so am Schiff früher dran gewesen ist. Die Kanonen stehen auf Deck, da sind selbst die Hängematten drin. Es hat mir viel Spaß gemacht da drin, das waren insgesamt 3 bis 4 Jahre Bauzeit. Großen Anfang erfahren auch die Modellmotorräder und die Modellautos, die hier auf der Rennstrecke ihre Runden fahren. Könnten Sie sich erstmal kurz vorstellen? Ich bin Robert Pietsch, bin 28 Jahre alt, komme aus Traunstein in Bayern und bin zurzeit amtierender Europameister in der Klasse 1 zu 8 Verbrenner Glattbahn. Wie sind Sie drauf gekommen? Mein Vater hat früher das Ganze als Hobby gemacht und dadurch bin ich reingerutscht. Und was haben Sie da jetzt genau in der Hand? Das ist mein derzeitiges Fahrzeug, das ist im Maßstab 1 zu 8 mit Verbrennermotor und das ist eigentlich so die schnellste Klasse, die es so im Modellbau eigentlich gibt. Wie schnell ist das dann? Also auf so Standardstrecken, die es in Deutschland und in Europa so gibt, erreichen die Autos ungefähr 120 km/h. Okay, und Sie sind jetzt Europameister und wie sind Sie jetzt so weit gekommen? Ja, es ist natürlich nicht einfach. Viel Training, viel Übung muss sein, man muss viel Zeit in das Auto investieren, um Setup und alles Mögliche zu machen. Im Endeffekt ist es das Gleiche wie im großen Rennsport, Formel 1. Und ja. Und wie lange machen Sie das jetzt schon? Ich mache das Ganze ungefähr 15 Jahre jetzt. Okay, und das hobbymäßig oder machen Sie das auch beruflich? Ich mache es seit 2007 beruflich.
Okay, super. Mein Name ist Freddy Dietrich, ich bin der Präsident vom Deutschen Minicar Club. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Präsident bin ich seit 1,5 Jahren, aber Messeveranstaltungen mache ich schon seit 5 oder 6 Jahren. Machen Sie das auch beruflich oder ist das jetzt erstmal nur ein Hobby? Alles Hobby und wir machen alles im Endeffekt hier ehrenamtlich. Also wir verdienen nichts, wir haben nichts dran. Ich habe das Glück, dass ich seit 4 Jahren schon in Pension bin, weil ansonsten wäre den Aufwand, was ich hier mache, gar nicht möglich. Wenn man alles hier mit Urlaub abdecken müsste, wäre nicht möglich. Das war's jetzt von der Modellbaumesse. Wie man sehen kann, ziehen die 316 Aussteller jede Menge interessante Besucher an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.